Wir haben 10 Exit, Escape und Rätselspiele getestet für zu Hause, Brettspiele und Kartenspiele. Und hier kommt unser Ranking von gut nach schlecht. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Top 10 von uns getesteten Rätselspielen und Exit Games für zu Hause. Unser absoluter Platz 1 ist Exit von Cosmos. Das Spiel hat den folgenden Grund: Es gibt verschiedene Schwierigkeitsstufen. Es gibt in dem Fall, was jetzt hier vorliegt, fortgeschritten. Das ist jetzt die mittlere Stufe, wäre aber auch für Einsteiger und für Profis geeignet. Den Grund, warum es Platz 1 ist, ist, es hat absolut schlüssige Rätsel. Die ganzen Spiele, ob das jetzt Puzzle waren oder normale Exit Games, sind einfach total liebevoll im Detail gemacht. Es gibt sehr viele kleine Einzelrätsel und man kann die schrittweise Hilfe anfordern. Man sieht nicht gleich die Komplettlösung, sondern kann sich einfach ein paar Tipps holen. Der Negativpunkt bei dem Spiel, es ist einfach Einweg. Also wenn man es einmal gespielt hat, ist es raus, weil man halt viel auch zerschneiden muss. Das Schöne ist, es ist wirklich alles mit dabei. Also man kann komplett ohne alles nur mit diesem Spiel loslegen. Man braucht keine App oder sonst irgendwas. Es ist eine schöne, nette Geschichte für 1,5 bis 2 Stunden, je nachdem, was für einen Schwierigkeitsgrad man hat. Und man kann wirklich von 1 bis 4 Spielern damit wirklich ganz angenehm spielen. Nummer 2 ist dann Escape Ebenfalls Taste. ein Kosmos-Spiel. Das ist ein bisschen anders aufgebaut. Das ist zwar auch mit vielen Rätseln, aber ist nicht so jetzt auf das Einzelrätsel bestimmt. Man muss mehrere Räume durchstreifen. Naja, man hat halt verschiedene Räume, die man nach und nach legt. Also man kommt dann durch die verschiedenen Räume durch. Es gibt da eine Spielzugbegrenzung. Man kann also nicht sagen, ja, ich probiere jetzt einfach alles durch, sondern man hat eine gewisse Anzahl und muss sich halt wirklich entscheiden, könnte das überhaupt ein Rätsel sein oder ist es keins, bringt mich das weiter oder nicht. Und bei dem Spiel kann man auch jederzeit eine Pause machen und kann es wann anders weiterspielen. Und ja, entweder nimmt man dafür eine Vorlage oder wir haben es einfach abfotografiert, wie es gerade aussah. Und so haben wir es dann das nächste Mal aufgebaut. Was man auch hier sieht, das hier zum Beispiel ist jetzt 3 mal 150 Minuten für 1 bis 4 Spieler ab 18. Ab 18 denke ich, weil da stirbt auch mal jemand drin in der Story. Also das hat auch eine schöne Story, wenn man verfolgen kann. Das ist nicht nur einfach bloß Rätseln, sondern schön mit Geschichte. Also wirklich sehr angenehmes Spiel. Die Nummer 3 ist ein größeres Päckchen, auch eine Serie. Escape Rooms, das Spiel. Es gibt hier diese sozusagen das dicke Päckchen. Das ist das Starter-Kit, muss man dazu Ja. sagen, weil da ist nämlich auch dieser Chrono-Decoder dabei. Genau, also man braucht da diesen Chrono-Decoder dazu. Man könnte es quasi auch über eine App spielen, aber ja, das ist Geschmackssache, ob man es so oder so lieber mag. Also man muss sagen, wir waren erst heute im Laden und haben gesehen, dass es jetzt schon 3 oder 4 solche Grundpakete gibt mit dem Chrono-Decoder. Aber wie gesagt, es ist auch per App spielbar. Was man aber dazu kaufen kann, wenn man einmal dieses Grundspiel gekauft hat, sind Erweiterungen, wie diese hier zum Beispiel. Da ist dann kein Chrono-Decoder mehr dabei und man braucht eventuell auch mal das ein oder andere Teil aus dem Hauptpäckchen. Das ist ein bisschen doof gemacht, weil ohne das Hauptpäckchen geht es dann tatsächlich nicht. Die Spiele sind jetzt bei uns auf Platz 3 gelandet, weil es weniger, aber große Rätsel gibt. Hat den Nachteil, wenn man halt bei einem Rätsel überhaupt nicht weiterkommt, dann kann es halt für den einen, also wenn man wie wir immer nur zu zweit spielt, für den einen halt schon irgendwo langweilig werden. Und da fand ich es bei den anderen Spielen besser, weil man mehrere kleine Rätsel hat, wo man halt gleichzeitig dran arbeiten kann. Das ging jetzt hier nicht. Nachteil ist hier auch, es ist ein Einwegspiel, weil man auch wieder was zerschneiden muss. Und was man auch dazu sagen muss, der Chrono-Decoder gibt Geräusche von sich. Es gibt
Für mich gar nicht. Das war so ein monotones So ein Brummen, Rauschen, Rauschen. Rascheln und was weiß ich, was soll dir ein bisschen Angst machen oder sowas? Keine Ahnung, aber das war ein bisschen penetrant, ein bisschen nervig. Wir hatten auch starke Schwierigkeiten immer wieder mit dem Dekodieren, also mit dem Eingeben der Lösung. Weil er es nicht genommen hat. Die Lösung war richtig, aber der Decoder hat es nicht Es ist, genommen. man schafft dieses Spiel, indem man drei Lösungscodes errät. Und das ist diese Sache mit dem, es gibt nur wenige Rätsel, es gibt dann insgesamt halt nur drei Lösungscodes. Und die müssen relativ zeitnah direkt nacheinander in diesen Chrono-Decoder eingegeben werden. Und wenn man den eingibt, gibt es ein Geräusch für gut oder für schlecht, ne? Und wenn man es schlecht gemacht hat, dann hat man schon ein Problem, weil dann kann man nicht gleich nochmal hinterher stecken, den guten, sondern man muss wieder von vorne anfangen mit dem Stecken. Also man muss wieder den ersten Code eingeben, den zweiten Code und dann. Also das ist ein bisschen, ja, nicht so schön gewesen. Dann kommen wir zur Nummer 4. Genau. Das ist unsere Nummer 4. Da fand ich es jetzt persönlich als Nachteil, weil eine App Pflicht ist. Man muss eine App haben, um das spielen zu können. Die Schwierigkeitsgrade bei dem Spiel oder der Schwierigkeitsgrad ist frei wählbar, weil es gibt hier viele verschiedene Charaktere, maximal 8 Stück. Und man kann sich aussuchen, wenn man jetzt nur einen Charakter spielt oder spielt man zwei. Man kann aber auch zu zweit sagen, man spielt 3, 4, 5, 6 oder 7, von mir aus auch 8. Und umso mehr Leute man spielt, umso mehr Infos bekommt man, umso einfacher wird es im Endeffekt. Der Haken ist halt ohne App keine Chance. Man schaut halt wieder auf den Bildschirm. Die Illustration an sich war aber eigentlich ganz nett. Wenn man falschen Charakter wählt, sind manche Rätsel halt nicht lösbar. Es gibt da einen IT-Nerd und ja, gut, wenn man den Charakter halt nicht hat, dann hat man halt beim IT halt nicht so. Ja, das kann tatsächlich ein bisschen nervig werden, weil man verschiedene Informationen dann trotzdem kriegt, aber dann einfach nichts damit anfangen kann. Das ist ein bisschen verwirrend und naja, war so eine Sache. So, Halbzeit, das ist unser Platz 5, das ist Unlock. Da hat uns die Story jetzt nicht vom Hocker gerissen, die fanden wir jetzt sehr lahm. Und die Rätsel waren jetzt auch nicht so toll. Dafür waren die Illustrationen hier sehr gut. Ist ein rein auf Karten basierendes Spiel, das heißt kein Zubehör, kein gar nichts, man hat nur diese Karten und muss dann darauf verschiedenste Rätsel dementsprechend entdecken und finden. Ja, ist vielleicht mal ganz nett für unterwegs, allerdings hat man dann doch, ich sag mal so, wenn du Pech hast, 5 bis 10 Karten in der Hand, die man halt auch auf den Tisch legen sollte und so weiter. Also ja, ist mal ein netter Zeitvertreib, aber bei der Brille war es dann doch nicht. Pocket Detective also ich fand eine sehr schöne Geschichte. Es ist aber eigentlich nur ein Zusammentragen von Fakten und nicht wirklich ein Rätsel. Ist halt ein, ja, Detektivspiel eher. Ja, es würde ich nur zusammentragen und kombinieren mit Rätseln. Naja, ich sag mal, das ein oder andere war schon leicht dabei. Man musste ein bisschen nachdenken. Aber das war es dann auch schon. So, das wäre unser Platz 7. Fand ich jetzt persönlich nicht so gut, weil es sehr mathe-lastig ist. Für Mathe war es so super, ne? Traumhaft. Also der Mathe-Nerd ist oder der Mathe-Freak ist da total drin aufgegangen. Der Goldfisch hat verkackt. Dafür waren die Rätsel fast ein bisschen zu einfach für mich. Wie würde ich? Ja, das Ja. war wirklich sehr viel logisches Denken dabei und so weiter. Also kaum, kaum Kombinationsgeschichten Also für wie die gesagt, es ist Nachtdenkerhirnwäsche. mathe-lastig und wenn ich mir anschaue, dass dran steht, vom Alter her ab 12 Jahren, also sorry, ja, wenn man Mathe begeistert ist, mag das schon sein, aber ich hätte es am liebsten aus dem Fenster geworfen. Bei unserem Platz 8, das ist jetzt Teil 1 von 3, also da gibt es andere auch noch. Wir haben jetzt halt einfach mal das hier ausgesucht. Da ist die Story eigentlich ganz okay. Das Design, ja, ist schwarz-weiß gehalten und dann doch sehr schlicht gewesen. Und von den Rätseln her eher so lala. Also richtige Rätsel,
schaut anders aus. Das war auch wieder so eine Kombinationsgeschichte. Man musste verschiedene Sachen miteinander kombinieren oder irgendwas. Und dann kam man halt ein Stückchen weiter, hat was Neues gefunden oder sowas. Auch rein kartenbasierend. Ja, war. Mehr das Kombinieren und nicht so das Rätsel, Ja, naja. und die Story war halt ein bisschen ganz. Nee, die war jetzt hier gar nicht so schlecht, aber ja. Also ein Buch lesen ist, naja, Kommen wir zu unserer schwierigsten Entscheidung. Das Mystery House ist auf Platz 9. Das hätte ich als erstes auf Platz 12 gelegt, ganz weit hinten mit Abstand. Weil's wir aber auch beim ersten Spielen irgendwie verkackt haben. Das Mystery House ist eher, es ist nicht Rätseln, es ist Entdecken und Kombinieren. Hat jetzt nicht so die Rätsel drinnen. es hat natürlich einen Coolness-Faktor, weil es halt einfach 3D ist. Ich drehe es mal um. Man sieht hier schon diese 3D-Spielebene und so. Und man muss dann hier so reingucken und dementsprechend das entdecken oder halt auch die Rätsel dementsprechend entdecken. Auch nur mit App spielbar, weil sonst kriegt man keine Lösung hinterher. Ja, weil wenn man was kombinieren möchte, muss man es wiederum in die App eingeben und es sagt dir dann, oh ja, super, passt, kriegst eine neue Karte dazu, legst irgendwelche Raumkarten, das sind Räume, legt man ab, kommt dann, wenn man jetzt die vordere ablegt, kann man dann den Raum dahinter ja erst sehen, weil das ist ja dadurch erst begrenzt gewesen. Ja, Das Schöne ist wirklich, dass man es halt mit mehr Leuten spielen kann, das halt von allen vier Seiten betrachtet werden kann. Das fand ich sehr nett. Aber die Rätsel hauen einem nicht vom Hocker. Nee, weil es eher Entdecken und Kombinieren ist und nicht Ja. wirklich Rätseln. Und wenn man halt den großen Fehler macht und die Gebrauchsanweisung nicht wirklich jeden Satz beachtet, da heißt es halt, dass man halt ausgestanztes oder ausgeprägtes halt auch ausdrücken muss. Und wenn man das nicht macht, dann hast du halt einfach verkackt. Dann kannst Mann du halt hat nicht die weiter. Gebrauchsanweisung tulala gelesen, Gelesen, für aber sich gelesen, hat es dann nicht gesagt. Und dann war halt das Problem, dass wir das Ausgestanzte drin hatten und dann kamen wir nicht weiter. Und ja, da bin ich es. dann schon sehr genervt gewesen und deswegen habe ich als erstes sehr weit hinten eingestuft. Beim zweiten Mal spielen, da wussten wir es dann, dann ist es schon weiter vorne gelandet. Trotzdem, das Ausgestanzte hätten sie auch gleich rauslassen können, weil fürs Spiel hat es überhaupt keinen Sinn gemacht, dass das Ding da drin ist oder nicht. Dazu gibt es auch eine Story, die aber echt überhaupt gar keinen Einfluss auf gar nichts hat. Also das ist, ja, Story ist null. Das Letzte. Und das letzte, Platz 10 bei uns, sind die Adventure Games. Da ist es so, der Start war echt gut. Ich habe mir da auch echt viel erhofft gehabt. Die Rätsel waren auch ganz nett. Aber zum Lesen ist es wahnsinnig viel. Man hat ein kleines Rätsel gelöst, man kommt einen Schritt weiter und man liest und liest und liest. Es ist eher eine Story als, als ein Rätselbuch, aber der Haken war halt dann, wenn du einen speziellen Fehler machst, und ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob das bei jedem so ist, wir waren zu zweit unterwegs und wir haben einen Fehler gemacht und Du hast den Fehler ich habe gemacht. einen Fehler gemacht und wir sind dann zu zweit in eine Todesspirale hineingerauscht, aus der wir nicht mehr rauskamen. Ja, dann war das Spiel für uns vorbei, weil der Madden hing irgendwo fest, kam nicht mehr raus. Ich wollte ihm helfen, bin dann genauso reingerutscht und dann sind wir im Spiel nicht mehr rausgekommen. Wir Ja, haben alles versucht, was man weil in du dem dann Fall immer machen wieder im konnte. Kreis läufst. Also du musst mir helfen, weil ich da drin häng, Ja. und weil du mir dann hilfst, stirbst du dann mit und dann geht's wieder im Kreis und dann geht's wieder von vorne los und das war dann, ja, das war dann irgendwo Käse. Und deswegen ist es bei uns am letzten Platz gelandet. Vielleicht, wenn man sagt, man spielt es mit drei oder vier Spielern, könnte es weiter vorne sein, weil man halt vielleicht aus der Spirale wieder rauskommt. Trotzdem ist es immer sehr, sehr viel zum Lesen gewesen. Und ich habe dann eigentlich nur gelesen, gelesen, gelesen. Der Martin hat gerätselt und als er dann mit dem Rätsel wieder fertig war, habe ich die nächste Ding gelesen. Man muss aber auch sagen, auch wenn es jetzt nicht scharf stellt, aber 16 plus, das ist so viel zu lesen, das, nein,
Also, wenn man sagt, man spielt das mit Kindern, die so, ich sag mal, lesen anfangen oder sowas, ja, okay, aber mit 16 plus kannst du vergessen. Also, das ist Quatsch. Schade, weil eigentlich geile Idee. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ruhig gerne ein Like da oder ein Abo. Sagt uns doch auch mal, welche anderen Spiele das ihr schon gemacht habt, was so ins Rätseln reingeht, was so in die Richtung Exit von Kosmos geht. Das sind wir echte Fans. Würde uns interessieren. Und ja. Was wir auch noch machen werden, ist ein Video über die Puzzle. Es gibt Rätsel auch noch als Puzzle-Variante von verschiedenen Firmen. Das stellen wir euch dann auch noch mal vor. Ja, ansonsten dann viel Spaß beim bis zum nächsten Mal.